Powered by Unreal Engine. Really 3D. Nvidia GeForce. Zombie Studios. Daylight. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Horrorspielprojekt von mir. Und zwar in dem Falle Daylight. Ein Horrorspiel bei Steam erhältlich. Kostet um die 10 Euro, meine ich. Ich weiß es gerade nicht mehr. Ich habe schon ein bisschen länger. Und ja, wir sagen, beginnen wir doch einfach mal. Moment, ganz kurz die Grafik gucken. Ja, das hat es richtig eingestellt. Ich muss sagen, starten wir eine neue Geschichte. Mit einem Ladebildschirm, klar. Ich vermisse die alten Spiele, wo man direkt starten konnte, ohne fetten Ladebildschirm, zum Beispiel Half-Life oder so. Da hast du das Startdrück und pengs los. Steuerung, Escape, Pause, Karte anzeigen, Lichter verwenden, Signalfackel verwenden, Space, Klettern, Laufen, Shift, Werfen, E benutzen, hereinzoomen, fallen lassen. Okay. Ii, Alter. Häftling 52 hat offenbar Visionen von Schattenmenschen. Die anwesenden Ärzte versuchen fortlaufend konventionell Therapien, aber ich glaube, wir müssen uns um neue Prozeduren Gedanken machen, die unsere bisherigen Erkenntnisse einen neuen Anschluss verleihen. Ich habe das Gefühl, ich habe so ein leichtes Ruckeln in der Maus. Obwohl ich durchgehend 30 bis 40 FPS habe, ich schätze meine Aufnahme, sieht man das nicht. M, Karte öffnen, A, können wir raus, rein, zoom, okay. Kannst du auch irgendwie zoomen? Nee. Kann ich mich so ducken? Nee, ducken kann ich nicht. Alter, was lädt denn der jetzt? Alter! Daylight, was lädst du? Ja, was lädt Daylight gerade? Jetzt. Das wäre gerade ein bisschen creepy, Alter. Der riecht geleckt gerade. Nächste. New Kimbling Herald, irgendwie sowas. Mid Island Haftanstalt bekommt einen neuen Chefarzt, 5. Februar 1907. Die Mid Island Haftanstalt hat vor kurzem den Namen ihres neuen leitenden Arztes verlautbart. Okay, ja, Schreibweise. Ja, gut. Naja, ist ja diese. In dem Zeitalter hat man ja so gesprochen. Dr. Walter Mercer. Er ist als führende Persönlichkeit in der Pocken- sowie Tuberkuloseforschung bekannt. New Kipling freut sich, einen so talentierten nächste Gaffer. Und leidenschaftlichen Rekruten der Breitwilligung des Kampfes um die Gesundheit dessen Bürger aufnimmt, an Bord willkommen heißen zu dürfen. Wow, dass ich Tuberkuloseforschung super ausgesprochen habe, ohne wie so fast bewundert mich jetzt ein bisschen. Oh, Alter, was ist das denn? Ab und zu habe ich so richtig Hammer, da geht die FPS teilweise auf 28 runter und das leckt wie Sau. Aha. Ah, was ist denn? Tatsache, guck mal, das ist mein eigener Fußabdruck. Okay, jui. Hui! Alter! Was ein Arschloch. Oh, der ist gerade erschrocken. So, nee, ich wollte es gar nicht wegschmeißen. Ey, hör auf damit! Ist auch so laut eingestellt, das Spiel! Ja, ich habe ein Relikt gefunden. Bedrohung ist. Bisschen kreisig. Mit einem Hospital Patient Record File, Datum 4. März 1988, Akte Patientin 13. Die Patientin, Alter 10 Monate, wurde von ihren Pflegeeltern aufgrund seltsamer und beängstigender Zwischenfälle, die kurz nach ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus auftraten, wieder eingewiesen.
Oh, Alter. Alter. Oh, das ist laut gerade. Ich glaube, ich muss gleich mal die Lightning-Effekte ein bisschen runterstellen. Vielleicht liegt es daran, dass es so leckt. Wenn ich mich verletze, desto schneller sehen sie mich. Ich gucke einfach auf die Karte. Was ist das denn? Alter. Fick dich. Die Soundeffekte, was ist das? Den Leuchtfackel wieder anmachen. Was haben wir denn hier? Leuchtstab. Öffnen. Noch ist leer. Ah, anscheinend kann ich irgendwie irgendwas mit dem kaputt machen. Ja, also ich weiß es, dass wir hier in dem... Oh Gott, Toiletten. Ah, bitte nicht. Oh Gott. Ich drücke die ganze Zeit eh zum Aktivieren. Fuck, Alter, dann schmeiß ich meine Fackel weg. Dreck. Pisse, Kacke, Bums. Nee, geht nicht. Müll. Angst. Alter, wenn ihr die Soundeffekte hören könntet. Was muss ich jetzt eigentlich überhaupt machen? Relikte sammeln. Alter, die Türen gehen so spärlich auf, ne? Ah, zweite Relikt. Mid Island Hospital. Incident Report File. Datum 13. August 1924. Betreff Patientin 60E. Angestellte hörten Schreie aus dem Zimmer von Patientin 60E. Als sie dort ankamen, war alles voller Blut und die Patientin fügte sich mit einem Skalpell wiederholt Schnittwunden zu. Es ist unklar, wie sie an diesen Gegenstand kam. Trotz des vielen Blutes waren keine der Verletzungen tief oder ernstzunehmend. Alle Schnittwunden waren oberflächlicher Natur, so als ob sie nicht wirklich versucht hätte, sich zu verletzen, sondern nur so viel Chaos wie möglich zu hinterlassen. Patientin 60E wurde in eine Isolationshaft gebracht, da sie eine Gefahr für sich selbst und andere darstellt. Dr. Mercer hatte sich ihr zudem jetzt angenommen. Hoffentlich können wir sie von ihrem inneren Dämon befreien. Relikt 3. George oder George oder George oder Egroik. Ich will nicht mehr weiterspielen. Man merkt das ein bisschen, dass ich das herauszögere, damit der Part gleich zu Ende ist, ne? Unten im Heizungsraum geht etwas vor sich. Während meiner Reinigungsarbeiten kann ich ständig hören, wie sich da unten etwas bewegt. Und ich versichere dir, es sind keine Ratten. Das ist etwas Größeres. Ich weiß noch nicht was, aber sei vorsichtig, wenn du da unten bist. Adam. Oh, zwei Relikte an einem Platz. Dr. Mercer, Pflegerin Foster hat sich darüber beklagt, dass Krankenwärter William Farish manchmal stundenlang während seiner Schicht verschwindet und wenn er wieder auftaucht, sind seine Hände und Hosen so schmutzig, als hätte er im Dreck gegraben. Wenn sie ihn darauf anspricht, macht er einen verwirrten Eindruck und fragt, wo er sich waschen kann. Das ist die vierte Beschwerde innerhalb von 2 Wochen über Farish. Farish Beng! Und ich fand die Angelegenheit, sollte an sie weitergelegt werden. Percy. Aha. Also unsere die Tür geht voll stockend auf. Was war das? Hab's auch gesehen. Himmel, Arsch und Zwirn. Da hinten im Gang stand doch gerade was drin, oder? Habt ihr doch gesehen, da... Ojo! Was ist das denn?
Ich habe sowas von genug von dem Spiel. Das denn? Scheiße. Ah, ich schätze mal, wir haben den Ausgang gefunden. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Ich meine, das ist so ein Portal nach draußen und ich habe jetzt keine Brandfackel mehr. Das ist ziemlich scheiße. Oh, habe ich viele Verwundungen am Arm. Ach, das muss. Datum 16. Februar 1936, Betreff Patientin 15. Die Patientin, Alter 7, fürchtet sich nächst seit Nächten. Nächtens? Achso, vor einem Monster in ihrem Zimmer. Eine Nachtschwester hat die Patientin getröstet, indem sie beteuerte, sie hätte sich das nur eingebildet. Daraufhin begann die Patientin in einem unkontrollierbaren Gewaltausbruch, sich selbst und dem Personal zu verletzen. Die Patientin wurde ruhig gestellt und in Isolationshaft gebracht. Wenn Kinder Angst haben vor Monstern, dann geht man mit den Kindern hin, legt die auf den Boden, zeigt ihnen, aha, da unterm Bett ist nichts. Guck da, ich guck mit dir, da ist nichts. Ah, naja, ich weiß nicht, das ist ein Horrorspiel, von daher. Oh jo. Ich habe keine Leuchtfackel mehr. Das heißt, wir müssen ab jetzt wegrennen vor ihr. Alter, die Geräusche. Datum 8. September 1937, Akte Patientin 27C. Der Patient ist körperlich gesund, sein Geisteszustand verschlechtert sich jedoch zusehends. Die Zwangsjacke wird ihm nicht abgenommen und er bleibt unter ständiger Beobachtung. Der Patient schreit fortwährend, dass das Labyrinth endlos sei. Seine Schreie verhallen weder Tag noch Nacht. Und reichen von tiefen, monotonen Gesängen bis hin zu fieberhaftem, schrillen Geheul. Für morgen früh wird eine Elektroschocktherapie angesetzt. Ich kann mal auf die Karte gucken. Das heißt, wir müssen jetzt so eine Art Schlüssel finden. Guck mal, ich habe noch mehr Zettel hier. Was hier welche aufsammeln? Nix. Datum 19. April 1860, Aktienpatientin 06B. Miss Eunice Goodman hat der Patientin ohne Genehmigung des behandelnden Arztes einen Stoffbären gegeben. Miss Goodman wurde verwarnt und bis auf Weiteres von der Kinderstation einem anderen Bereich zugeteilt. Geschichte von New Kipling. Die Bürger von New Kipling haben damit begonnen, auf der benachbarten Insel Mid Island Rituale zur Seereinigung durchzuführen, um ihre Stadt vor den dunklen Zeiten zu bewahren. Darüber, wie diese Rituale abgehalten werden, finden sich nur wenige nachvollziehbare Hinweise. Aber nachdem die Reinigung vollzogen wurde, gab New Kipling bekannt, dass die Stadt wiedergeboren wurde. Oh fuck, Alter, was haben wir für eine Agro bitte? Nein, 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 nein. Mein Handy flackert. Win, 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 dahin. Hier ist nichts. Das ist die Tür. Da komme ich nicht hin. Fuck, wo muss ich denn hin? Geradeaus und dann hier rein. Hier zum Anfang. Und dann nochmal links. Alter, hör auf damit.
Scheißspiel, ey. Alter! Verfickt noch eins. Alter Schwede. Ich kann keine Leuchtstäbe anzünden. Aber wo muss ich jetzt genau hin? Kann ich kurz da reingucken? Hä? Alter, bitte nicht. Geradeaus, zweite rechts, hoch rechts, links, geradeaus. 1 hier rum. Ja, bleib im Stuhl hängen, blöde Sau. Dann, Alter, hier rum, hier hoch. Wieso ist meine Agro voll? Da ist so ein Symbol drauf. Heißt, es ist fies, es ist mega aggressiv. Oder kommt gar nicht? Oh, komm, 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 komm. Jawoll! Oh. Spieldaten werden gespeichert. Okay. Und wir sind jetzt hier wo? Oh, da liegt ein Zettel. Weiß gar nicht, wie lange nehme ich jetzt schon auf? Kann ich da durch? Hallo? Nee. Boah. Passiert bestimmt gleich sowas wie Outlast. Ich da durchgucke und dann so BÄM! Mit Island Hospital, PZ-Punkt, H-Punkt, Doppelpunkt, ich werde hier eine irgendwo Text einblenden, was Z-Punkt, H-Punkt heißt, falls es eine Abkürzung ist. Vielleicht heißt es ja irgendwas mit Zusammenhang, also, alle Mitarbeiter! Ach so, das heißt so viel wie, an, oder gerichtet an, alle Mitarbeiter. Die verstehen das, wir verstehen, dass sie ihre 10-minütige Pause nicht immer von dem Gebäude verbringen können. Das bedeutet allerdings nicht, dass sie die Gegenstände im Archiv verschieben und es als behilfsmäßige Raucherzimmer nutzen können, egal wie geräumig es ist und wie hoch die Decke auch sein mag. Wir haben mehrere Angestellte dabei ertappt, wie sie Kisten mit Versorgungsmaterial verschoben und übereinander gestapelt haben, damit sie um daran hochzulettern und sie als Aussichtsplattform zu verwenden. Diese Gegenstände sind keine Tonausrüstung. Das Klettern auf Kisten mit medizinischen Versorgungsmitteln wird nicht toleriert. Verwaltung. Aha. Oh, was ist das denn? Scheint nicht zu funktionieren. Ah, das ist ein Light Switch oder sowas. Oh, ist das? Was? Ich will die Hand nochmal sehen. Oh, die geile Hand. Komm, zeig mir die Hand. Du geile Sau. Zeig sie mir. Toll. Und noch ein Zettel. An alle Mitarbeiter. Letzte Nacht gegen 19 Uhr gab es einen Stromausfall in dieser Einrichtung. Der unglückliche Zeitpunkt hat zur Folge, dass ein Patient in kritischem Zustand nicht in die Notaufnahme überstellt werden konnte und dieser auf dem Gang hinter der Sicherheitstür des Archivs verstarb. Um solche Tragödien in Zukunft zu vermeiden, möchten wir alle Angestellte darum bitten, Wartungsweise. Ich gucke gleich, ob ich das nochmal lesen kann. Wartungspersonal zählen darauf hinweisen, dass die Sicherheitstüren nicht funktionieren, wenn es zu einem Stromausfall kommt. Bevor die Türen geöffnet werden kann, muss zuerst der Schutzschalter zurückgestellt werden. Bitte machen Sie sich in der Lage des Netzschalters im Archiv vertraut. Verwaltung. Oh, Leuchtsticks.
Können wir ganz kurz hier umgucken. Ja. Vielleicht finden wir hier noch was. Ansonsten würde ich sagen, mache ich hier, glaube ich, einen Cut oder so. Was leuchtet da hinten rot? Achso, das ist ja der Schalter. Bevor wir ins Archiv gehen, würde ich nämlich sagen. Alter! Und Cut!